Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 1000 Abo-Special hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Seltas oder einfach nur Marc und alter Schwede, ich hätte nie gedacht, dass wir das Ganze hier jetzt noch dieses Jahr machen. Das ist für mich unglaublich. In 10 Monaten 1000 Abos, das ist... ja, wer es vielleicht weiß aus meinem letzten Abo-Special, ich habe gedacht, ich schaffe dieses Jahr nicht mal die 100 oder die 100 Abos waren angestrebt und ja, jetzt sind wir bei mehr als dem Zehnfachen. Deswegen ein wirklich vom Herzen kommendes vielen lieben Dank. Danke für den Support, die Likes, die Comments, natürlich die Abos. Das ist der Wahnsinn. Also, pff. Aber anders als beim letzten Abo-Special möchte ich euch dieses Mal wirklich was zurückgeben. Und zwar in Form von ja, einem kleinen Gewinnspiel, einer kleinen Verlosung. Im Detail werde ich darüber am Ende reden, deswegen bleibt am besten dran. Guckt das Video bis zum Ende. Ich möchte nämlich jetzt erstmal darüber reden, was diese 1K-Abos denn für den Channel im Allgemeinen bedeuten. Das ist mir sehr wichtig, denn es wird ein paar ja, Änderungen geben. Die erste Änderung wird Streamen sein. Ja, das ist was Neues für mich, also eine neue Erfahrung auch für mich. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der festgelegte Termin zum, ja eigentlich, ja nicht spätesten Zeitpunkt. Also ich will da, das ist der Zeitpunkt, wo ich auf jeden Fall streamen werde. Das ist der 2.11. Das ist der Tag, an dem die BlizzCon losgeht. Da geht die Classic Demo los und das will ich streamen und ich möchte euch dabei haben. Deswegen, damit ihr es nicht verpasst, wenn ich dann wirklich mal zum Streamen online komme, möchte ich, dass ihr dabei seid und deswegen folgt mir auf Twitch. Der Link dazu ist jetzt schon unten in der Videobeschreibung. Folgt mir da schon mal, damit ihr es auch nicht verpasst. Ja, das ist eigentlich so der Anfang dann vom Ganzen auch. Ich möchte regelmäßig anfangen zu streamen. Das ist das, was mir eigentlich noch so fehlt hier. Und das möchte ich auf jeden Fall nachholen. Also möchte ich auch euch mit dabei haben. Wie gesagt, folgt mir einfach. Ja, das Kanaldesign wird sich ändern. Das ist unter diesem ganzen Motto Rebranding ein bisschen. Ich möchte das Banner ändern. Ich möchte das Profilbild ändern. Das soll alles, dass ich... Ich finde es ja jetzt schon geil, aber ich möchte, dass es alles so ein bisschen smoother wirkt. Ich möchte, dass es ein bisschen so knackiger wirkt. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich mich jetzt auch schon mit einem Kumpel zusammengesetzt und wir arbeiten da ein bisschen an was. Und das wird wahrscheinlich auch bald kommen. Ja, die Monetarisierung. Das ist für manche YouTuber, glaube ich, so eine Büchse der Pandora, die man am besten nie öffnet. Aber ich möchte mit euch da wirklich offen drüber reden, denn ich denke, so wie ihr immer auf mich zukommt mit einem, denke ich, habt ihr es definitiv verdient. Klar, das, ja gut, ich meine, das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen, weiß ich nicht, seltsam an, dass man da so drüber redet. Aber wie gesagt, ich möchte mit euch da wirklich offen drüber reden und anzumerken oder was ich da anmerken möchte ist vor allem, ich habe mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt, wie das Ganze läuft und ich habe die Voraussetzungen natürlich erfüllt, die 1000 Abos und die 4000 Stunden Watchtime. Wer sich vielleicht mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, dem wird das nichts Neues sein, dass man da diese Hürde überspringen muss. Aber ein ganz interessantes anderes Thema ist, dass was es für rechtliche Voraussetzungen dafür gibt. Mir war das vorher nicht klar. Ich habe mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt und weil ich jetzt unter das Telemediengesetz Fall oder so, weil ich mit dem Kanal Geld verdiene, das heißt irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau, aber weil ich mit dem Kanal Geld verdiene, werde ich ein Gewerbe anmelden müssen. Das klingt ein bisschen crazy, ich weiß, ich muss mich damit auch noch auseinandersetzen, kann sein, dass es vielleicht daran schon scheitert, wer weiß, und zur Not werden die Videos halt nicht monetarisiert, ich würde halt das Geld, was ich damit einnehme, sowieso, ich glaube, das ist verständlich, ich würde sowieso nur in den Kanal stecken, das ist halt für Equipment und nicht nur Hardware, sondern auch Software, ich meine, wer es vielleicht weiß, die Adobe-Programme sind nicht gerade die billigsten. Ja, aber wenn, dann würde es da reinlaufen. Aber wer weiß, ob das überhaupt so weit kommt. Und das zum Beispiel, was ich mich zum Beispiel gefragt habe, als ich das Ganze gelesen habe, wie das rechtlich wirklich abgesichert ist und was man machen muss, damit man nicht ja, einen Besuch vom Finanzamt bekommt. Was ich mich halt frage, was die, ob die ganzen anderen kleinen YouTuber das auch gemacht haben, die ihre Videos monetarisieren lassen, weil das ist nicht gerade mal eben so gemacht und was ich mich halt frage ist, riskieren sie es einfach oder hoffen sie nicht vom Finanzamt erwischt zu werden? Ich meine, das ist Wahnsinn, also ich habe da wirklich keine Ahnung, wie die das geregelt haben, also wenn ich das mache, dann will ich das wirklich direkt 100% richtig machen und ich will euch einfach auf dem Laufenden halten, was das angeht. Ich denke, wie gesagt, ich kann da mit euch offen drüber reden und ja, ich hoffe, ihr nehmt das so
vernünftig hin. Ich hoffe es. Ich hoffe da jetzt auf keinen negativen Backlash oder sowas. Vielleicht kennt sich einer von euch damit schon aus und kann mir vielleicht sogar Tipps geben. Das wäre natürlich noch mehr prima, weil so wie es halt meine Situation gerade ist, ich muss mich halt darüber sozusagen allein informieren. Keiner in meinem Bekannten- oder Freundeskreis hat sowas schon mal machen müssen. Deswegen bin ich da sozusagen Pionier bei mir gerade. Und ja, falls aber einer von euch schon was weiß, kann das gerne in die Comments schreiben oder mir per PN, was auch immer. Neue Projekte. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie das Spiel wechsle oder sonst was. Nein, ich werde bei WoW bleiben. Aber was ich halt ein bisschen vielleicht ändern möchte, ist, dass ich abseits vom Goldmaking auch mehr in die PvE-Richtung gehen möchte. Wird dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen sein. Ich mache gerne auch so News-Videos in Anführungszeichen, was gerade die WoW-Welt so bewegt. Das fasse ich gerne auch mal zusammen. Oder zum Beispiel dieses zusammengeschnittene M-Plus-Video, was ich gemacht habe, wo ich ein M-Plus-Dungeon einfach ein bisschen gekartet habe und ein paar Effekte und so. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das wären zum Beispiel dieses News Ding und dieses M-Plus-Ding, dieses gekartete, das wären so Videoformate, wo ich sagen würde, okay, das sind so Sachen, die du wirklich nur aus Spaß machen würdest, weil da kannst du auch ein bisschen das Schneiden üben und die Effekte und so. Das ist ja alles eine, das ist ein Ausbildungsberuf, glaube ich sogar. Und wenn man das nicht unbedingt super amateurhaft machen will, dann braucht man da, glaube ich, echt schon ein bisschen Übung. Und das will ich damit machen. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen auch noch dazu mehr kommen. Eine andere Sache wäre vielleicht auch noch, das könnte vielleicht der ein oder andere sogar noch kennen. Einer der alten Abonnenten, sage ich mal. Und zwar die Road to 110 mit René von Freeload Inc. Und ja, ich sag mal so, bald kommt Zandalari-Trolle raus und vielleicht gibt's eine Staffel 2. Wer weiß, ne? Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum interessantesten Ding, und zwar dem Gewinnspiel. Das wird in etwa so aussehen. Ich möchte an euch ein Shop-Mount und ein Shop-Haustier verlosen. Das heißt, es wird im Prinzip zwei Gewinner geben. Ne? Einer fürs Mount, einer fürs Pet. Wie ihr teilnehmen könnt. Und ich denke mal, das ist ja so das Wichtigste. Es gibt im Prinzip zwei Bedingungen. Einmal müsst ihr Abonnent sein von meinem Kanal. Ich denke, das ist recht verständlich. Und einmal müsst ihr einen Kommentar unten drunter lassen. In diesem Kommentar muss entweder euer Battletag drin stehen oder zumindest euer Battle.net-Name. Und dann müsst ihr zusätzlich noch meiner WoW-Community joinen. Also ich muss euch halt irgendwie erreichen können. Und ich kann verstehen, wenn manche Leute nicht unbedingt den kompletten Battletag angeben wollen. Deswegen wollt ihr die andere Alternative, müsst ihr der Community joinen und mir dann sozusagen noch dazu schreiben, was euer Battle.net-Name ist, damit ich euch auch da drin finden kann. Dazu müsst ihr dann auch noch den Namen von dem Mount schreiben, welches ihr haben wollen würdet, und den Namen von dem Haustier, das ihr haben wollen würdet. Natürlich dann jeweils abhängig von dem, was ihr gewonnen habt. Das Gewinnspiel geht im Prinzip bis zum 24.10. Dann werde ich die Gewinner losen und ja, ich glaube, das werde ich auch in einem Video festhalten und dann ja auch hochladen, damit ihr seht, dass das alles halt vernünftig abläuft. Wie gesagt, damit ihr teilnehmen könnt, müsst ihr Subscriber sein und ihr müsst euren Battletag angeben oder meiner WoW-Community joinen und dann euren Battle.net-Namen angeben. Dazu dann, wie gesagt, den Namen vom Shop-Mount oder den Namen vom Shop-Haustier. Alles klar soweit? Ich glaube, ja. Ich werde es nochmal unten in der Videobeschreibung zusammenfassen, falls ihr das, weiß ich noch nicht richtig verstanden habt, kein Problem, steht unten in der Videobeschreibung, wie genau ich das nochmal meine, solltet ihr auch nochmal da finden können. Okay, Leute, das war's dann aber auch erstmal. Wie schon am Anfang gesagt, nochmal vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Das flasht mich immer noch, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Ich sehe mich selbst als so normalo, und wenn man dann die Videos hochlädt und man dann den ganzen Support sieht und sowas, das positive Feedback, und ja, das ist überwältigend, das ist teilweise schwer zu realisieren, und deswegen nochmal, wie gesagt, danke. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, haut's in die Comments, und da kann man sich ja natürlich nochmal ein bisschen unterhalten, das ist auch kein Problem. Naja, und wie gesagt, danke nochmal fürs Zusehen, das Liken, das Kommentieren, das Abonnieren, einfach alles, was ihr immer macht. Tschüss und haut da rein.